Heute am 1.9.2022 war ich zum ersten Mal auf dem Caravan-Salon, habe also diese Messe erstmalig besucht und muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt, die Vielfalt der Fahrzeuge und was es dort alles zu sehen gab. Ich selbst habe ja mein Wohnmobil erst seit circa 2 Jahren und möchte das, was ich hier jetzt im Internet zeige, auch wirklich nicht als Werbung verstanden wissen. Ich zeige einfach mal nur meinen Rundgang in der Reihenfolge, ja, wie ich das hier besucht habe heute, was ich so gesehen habe. Wir beginnen also hier in der Halle 15 und ich zeige natürlich immer sehr gerne schwerpunktmäßig das, was mich persönlich interessiert. Ich fahre einen Campervan, also einen Kastenwagen, und von daher mag der ein oder andere meinen, dass das dann der Schwerpunkt wäre. Also im Nachfolgenden bleiben die Aufnahmen, die ich hier zeige, weitgehend unkommentiert. Ich werde einfach nur mal kurz sagen, in welcher Halle man sich gerade befindet. Und dann kann sich ja jeder sein Bild machen. Das Angebot ist wirklich riesig und wenn man durch die Hallen so streift, dann verliert man natürlich sehr, sehr schnell den Überblick. Der Schwerpunkt liegt sicherlich bei den Fahrzeugen. Ich persönlich hatte mir erhofft, in den Hallen auch noch etwas mehr so an Zubehör zu finden. Das ist aber leider nicht so schwerpunktmäßig das Thema der Messe. Ja, jetzt geht es also, nachdem wir Halle 13 besichtigt hatten, in die Halle 17. Ja, technisch finde ich solche Lösungen natürlich super interessant und ja, aber persönlich würde es mich nicht so sehr interessieren. Mal ganz abgesehen von den Preisen, die hier aufgerufen werden. Weiter geht's in Halle 9. Ja, hier wurde extra ein Sandkasten aufgebaut. Jetzt geht's Richtung Halle 10.
Ja, an diesem Stand habe ich etwas ausführlicher gefilmt, weil ich selbst ein Wohnmobil dieser Marke fahre. Tja, dieses Fahrzeug ist noch nicht zu verkaufen, ist aber wohl ähnlich kompakt wie ein normaler Kastenwagen. Ja, da hoffen wir dann mal das Beste. Diesen Tisch finde ich für unser Wohnmobil in einer leichten Abwandlung als eine sehr gelungene Alternative dessen, was wir in unserem Wohnmobil derzeit haben. Wir verlassen die Halle 10 und kommen jetzt in die Halle 11. Auf geht's in Halle 12. So ein Auszugssystem könnte mir auch gut gefallen. Nach einem längeren Marsch bin ich dann in Halle 1 angekommen.
Ja, und jetzt dann in Halle 3. Ja, in dieser Halle geht es dann mehr um das Thema Zubehör, zum Beispiel um das große Thema Stromversorgung. Hier werden Wechselrichter, Solarmodule, Batterien etc. gezeigt. Ja, auch ein paar schöne alte Fahrzeuge, die aber wohl mehr als Ausstellungszweck dienen, und diese neuartigen Anhänger. Ja, wir erreichen die Halle 4. Auch hier wieder überwiegend Reisemobile. Halle 5, die Premium-Halle. Für mich mehr so eine Geschichte des Sightseeings. Mal schauen, was es alles so gibt. Die Preise, die hier aufgerufen werden, sind, naja. Kein Fake, da steht wirklich ein Ferrari unten in der Garage von diesem Reisebus. Das Preisschild blende ich auch gleich kurz ein. Ja, da ist doch das Wohnmobil mit 2 Millionen Euro ein echter Schnapppreis, wenn man bedenkt, dass das ganze Paket mit Ferrari für über 5 Millionen Euro kostet. Also Luxus pur wird hier geboten. Ohne Worte. Tja, hier habe ich schon wieder zwiespältige Gefühle. Nun weiter Richtung Halle 7a. In der Halle 7 gibt es dann auch die Caravan Salon Starterwelt.
Hier werden Vorträge gehalten, und zwar völlig unabhängig von den ganzen Anbietern. Eigentlich eine ganz schöne Sache. Aber wie es der Begriff Starterwelt schon sagt, richtet sich das Ganze eher an Leute, die noch nicht so sehr im Wohnmobil- oder Caravan-Geschäft sind. Auch das Thema Elektrik wird hier kurz angestriffen. Ich habe da mal dieses Fahrzeug fotografiert. Leider konnte man an dieser Stelle nicht erkennen, wie weit die Reichweite dieses Fahrzeugs überhaupt ist. Ja, gleich ist das Video zu Ende. Noch ein paar Impressionen hier, aber ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet, wenn ihr vielleicht ein Abo da lasst oder einen freundlichen Kommentar. All das ist hilfreich für meinen kleinen, ja, Hobbykanal, mit dem ich überhaupt kein Geld verdienen will. Vielen Dank dafür.